Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zum Spiel gegen die UFA-BGH. Unrestricted Free Agents. Godreau, Bergeron, Forsberg, Giroud, Malkin, Perrin, Kane, Stromi, Kessel, Marchman, Stastny, Kopp. Verteidigung, Giroud, Letang, Klingberg, Yandel, Cole und PK Subban. Torhüter, Marc-André Fleury und Jack Campbell. 99 Fleury wird interessant, ob wir den überwinden können. 4.648 Punkte gibt es zu holen. Unsere Spieler kennt ihr alle. Heute auch mit Moritz Seider zum ersten Mal auf dem Eis. Das wäre natürlich cool, wenn wir zu Hause spielen würden. Fürchte aber, dass wir auswärts spielen. Müssen wir mal schauen, ob wir ihn zuerst in Gold oder zuerst in Weiß sehen. Zuerst in Gold! Nice! Na gut, dann schauen wir mal, was wir letzte Woche bei Squad Battles alles so gelernt haben. Und ob wir das diesmal wieder umsetzen können. Crypto.com Arena Los Angeles. Da hat sie California. Trifft auf die Unrestricted Free Agents. Godreau, Kiao. Also zu sagen, habe jetzt auch schon über eine Woche nicht mehr gespielt. Doch das, dass ich ja nicht da war. Und da hat man gleich mal Moritz Seider, der die Scheibe kriegt. Forsberg. McDavid. Schade, kommt nicht hin. Letang. Mit dem Platz, den er hat. Ah, knapp vorbei von McKinnon. Und Matthews mit dem Steal. Matthews. Oh! Ihr kennt mich, bei sowas werde ich immer ein bisschen vorsichtig richten. Jawohl, schön gemacht. Moritz Seider, gut gespielt. Seider, stark. Gut, dass Hedman nicht hingeht. Weiß Gott wieso. Matthews. Unsere erste Reihe geht aber auch nicht wechseln, gell? Bei Verteidigung geht sofort wechseln. Die erste Reihe nicht. Können wir uns gleich merken. Ah, das Weiß Seegers ist schon draußen. Darling. Seegers. Seegers mit Tempo. Seegers. Kommt da gar nicht rum. McKinnon. Mein McKinnon war immer noch nicht beim Wechseln. Alter, muss ich den persönlich da hinten raussteuern oder was? Schau, jetzt geht wieder zurück. Digga, geh doch wechseln, Junge. Kann doch nicht wahr sein. Wirklich nicht. Einfach nervig sowas. Sagst fünfmal, das soll zum Wechseln gehen. Beim sechsten Mal ist immer noch nicht draußen. Klingberg, Flurry. Nicht unbedingt der beste Schuss von Klingberg. Kann echt nicht wahr sein sowas. Sowas nervt mich richtig, ohne Witz. Das geht einfach nicht. Wenn du sagst, sie sollen wechseln gehen, sie machen es nicht. Ich meine, ja, ich habe auch schon falsche Calls gemacht, dass ich sie zum Wechseln geschickt habe, wo sie es hätten nicht gehen sollen. Und dann sind sie nicht gegangen und es war gut, dass sie nicht gegangen sind. Aber wenn ich ihn halt schon fünfmal schicke, dann ist es halt ärgerlich, wenn er es beim sechsten Mal immer noch nicht gemacht hat. Andersen, wo ist die Scheibe? Die liegt da irgendwo rum. Josi, Makar hat sie. Natürlich bitter für den Stanley Cup-Sieger. Makar so weit hinten zu stehen. Oh, Flurry. Was natürlich jetzt in dieser Reihe krass ist, sie sind unfassbar gut im Schuss in der Verteidigung. Klingberg und Darling. Und das ist Corey Perry mit dem Steal. Verschafft sich Platz. Platz reicht aber nicht. Genau, weil ich diesen Schuss so nehme. Ihr kennt mich, ihr wisst, wie ich spiele. Ihr wisst ganz genau, dass ich so einen Schuss niemals nehmen würde. Corey Perry. Corey Perry gegen mehrere Leute gleichzeitig. Perry. Klingberg. Darlin. Das ist Corey Perry. Corey Perry! Da ist alles frei, weil die Verteidigung schläft. 1-0. Das schaut halt auch Flurry schlecht aus, aber was soll er denn machen? Was soll er da denn groß machen? Thanks.
Mercedes. Ah, krieg ich Scheibe. Hat eigentlich gehofft, dass da irgendjemand einen Schläger dazwischen hält mit R1 und nicht, dass er die Scheibe klärt, aber ist okay. Besser als gar nichts. Ich muss sagen, Corey Perry hat dieser Run auf die Top 100 echt gut getan. Nein! Ja, was? Alter, dieses Spiel macht mich fertig. Wahnsinn! Da kommt so ein Kackpass. Und dann sagst du, nee, okay, nicht schießen, spiel die Scheibe weiter. Und er schießt trotzdem aus dem beschissensten Winkel, den man gar nicht anders beschreiben kann, außer beschissen. Seider! Guter erster. Oh, der Schuss war echt nicht schlecht. Das ist natürlich auch eine krasse erste Verteidigungsreihe. Seider und Headman. Getzlaff, Giroud, abseits von Zubin. Getzlaff, Ovechkin, oh, ist das schön. Getzlaff setzt sich da durch, holt sich die Scheibe. Sieht Ovechkin am zweiten Pfosten, spielt sie quer. Unser Ovechkin muss nur noch reinschieben. Schöne Bude. Die Oldies machen das richtig gut. Oh. Ja. Cool, was David Perrin da macht. Alter, ist Hebenisch. Ich schau das mal an. Das ist nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal, wie schnell Hebenisch ist. Und das erste Drittel ist vorbei. Drei Seiten greift er noch kurz ein. Getzlaff noch mit dem Schuss. 2-0 nach 20 Minuten. Solides Spiel. 12-2 Schüsse. Andersens Kasten ist frei, das ist wichtig. Okay. Seider ist geblockt. Wird von Headman einfach überrannt, wortwörtlich. Seider, schöner Stil und es ist McKinnon, der auch sofort weggecheckt wird. Gibt aber auch nicht auf gegen Letang. Das ist McDavid. Seider, boah, schöner Schuss. Wenn Matthews ein bisschen besser reagiert, hat er vielleicht noch eine Chance hinzukommen. Bergeron, gut gemacht. Seider holt sich die Scheibe. Seider. Hinten raus, Stamkos. Stamkos, McDavid. Stamkos, Tor. Seider mit dem ersten Assist. Erstes Spiel, erster Punkt für Moritz Seider. Freut mich. Lemieux gegen Fleury. Darling gegen Perrin. Seagrass ist geblockt. Lemieux gegen Klingberg. Seagrass kommt nicht hin. Darling gegen Perrin nochmal. Giroud, Klingberg, Seagrass. Darling spielt die Scheibe raus. Weil es tatsächlich so lieber ist, dass er die Scheibe irgendwie zu Getzlaff direkt spielt und dann die Scheibe vielleicht direkt abgefangen wird.
Dahlin kommt dann mit dem Check nicht mehr hinterher. Andersen. Ja, wir haben ein Torhüter im Tor. Der auch mal was parieren kann. 31 Spiele, 31 Siege, 1,19 Gegentorschnitt. Fangquote von 89,6%. Solide Leistung für einen NHL-Torhüter. Also Game-Torhüter. Ja, drei Seitel, schön. Ganz einfach. Legt sich den Winkel zurecht, den er braucht. Ovechkin. 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 Dreiseitel-Tor. Es ist abgepfiffen. Jetzt bin ich gespannt, was er gibt. Keine Kicking Motion. Er gibt heute Behinderung. Oh, Corey Perry. Oh! Wäre ein richtig schönes 1 auf 1 gewesen. Huberdorf gegen Kessel. Wie das keine 2 Minuten für Josi sein können, bitte nicht nachfragen. Kann ich euch leider nicht beantworten. Corey Perry. Why not? Und Moritz Seider. Moritz Seider. Wow, Andersen. Das ist Beinstellen. Sorry. Das ist einfach nichts anderes als Beinstellen, was Letang da macht. Spiel ist vorbei. Geht trotzdem hinten im Check rein, trifft nur beide Beine. Bergeron gegen Getzlaff. Dreiseitig gegen Gaudreau. Bergeron gegen Hedman. Stark. Aber Bergeron holt sich die Scheibe zurück. Nee, Getzlaff ist da ein bisschen schneller dran. Dreiseitig. Seite liegt ab. Seider, Hedman. Boah, starker Check. Und das ist, müssen wir eigentlich direkt nehmen als Thumbnail. Ja, schaut noch nicht so gut aus. Dachte, das schaut ein bisschen cooler aus. Boah, Campbell kommt hin. Batman. Jawohl. Victor Hedman. Mal mit dem Tor. Ungewohnt. 5-0. No. Stamkos. Lemieux. Seagrass irgendwie aus der Luft. Campbell kriegt ihn nicht. 6-0. Trevor Seagrass. Ist nicht mehr unser Topscorer. Unser Topscorer ist jetzt, by the way, Austin Matthews. Aber Seagrass immer noch derjenige, der die meisten Tore schießt. Thank you.
Tempo. Trevor. Sie. Oh! Junge! Wie krass willst du sein, Trevor Zegras? Ja! Also da war wirklich... drei Verteidiger, die jetzt da standen, irgendwie die Scheibe hätten noch klären können. Er schafft es trotzdem, dass er sie im Tor unterbringt. Heieiei, der Junge ist Wahnsinn. Jedes Mal, wenn irgendjemand ein Debüt hat, kommt Zegras eigentlich mit einem Hattrick um die Ecke. Freddy Anderson, muss ich einfach bisher sagen, 5 Schüsse, 5 Top-Paraden. Kann er gern so weitermachen. Mutten, Bergeron. Moritz Seider gegen Bergeron. McDavid passt sich da das Ding selber zu. Seider. Bergeron, Hedman direkt hinterher. Seider. Seider gegen Forsberg. Seider ist derjenige, der sich die Scheibe holt. McDavid. Hedman. McKinnon. Konter. Jawohl. Oh, oh, oh. Voll auf dem falschen Fuß erwischt. Voll auf dem falschen Fuß erwischt. Und dann haben wir aber Glück, weil die Verteidigung uns zwar ein Bein stellt. Oh, Seider und Zegras zusammen. Seider, ja, da fehlt jetzt das Tempo. Seider gut mitgespielt hinten. Moritz Seider. Zegras. Nein, Zegras kann aus welchen Gründen auch immer die Scheibe wieder nicht aufnehmen. Forsberg. Oh, Anderson schon da. Hedman trotzdem noch mit dem Schläger dran. Stamkos, Scheibe tief. Lemieux hinterm Netz. Zegras bringt sich nicht in Stellung. Zegras. Zegras. Zegras hat die Scheibe. Zegras, da kommt noch einer. Zegras Hattrick. Wie ich es gesagt habe, Zegras macht den Hattrick. Jedes Mal, wenn jemand Debüt feiert, sagt Trevor Zegras, today is Hattrick Day. Wahnsinn. Der Typ hatte gerade Pommes in der Hand, das ist neu. Ovechkin steht einfach nur da, macht er gut. Drei Seitel und Malkin. Malkin legt die Scheibe ab für Klingberg, Perrin. Jandl, Klingberg, Perrin, geblockt von Getzlaff. Getzlaff gegen Klingberg, Perrin. Drei Seiten. Darling, Klingberg. Na, Kessel, passt auf. Perrin. Dali, schön gemacht. Schweden arbeiten da richtig gut zusammen, das gefällt mir. Camp, oh. Okay. Der lag da ganz gefährlich rum. Und Romagnosi mit einem Schuss. Das ist wiederum Corey Perry und das ist wieder der Treffer. Das hat Corey Perry jetzt echt gefressen, wie das funktioniert. Bully gewinnen, Schuss kommt, stell dich außen hin, weil der Schuss kommt wahrscheinlich aufs kurze Eck. Schnapp dir die Scheibe, es ist dann kein Verteidiger mehr da und dann musst du irgendwie dieses Ding nur noch verwerten. Da ist er wirklich ganz stark geworden, Corey Perry. Kann ich mich nicht beschweren. 9-0, 5 Minuten 14 noch zu spielen.
Perry. Nein, macht er nicht noch einen Hattrick. Das wäre natürlich jetzt krass gewesen. Zwei Dark-Spiele mit dem Hattrick beim Debüt von Moritz Seider. Ja. Panarin gegen Kane. Stromy, Makar schläft ein bisschen. Kessel ist noch da. Josi blockt. Perry nimmt sie auf und ab in ihre andere Richtung. Perry hat Platz. Perry ab durch die Mitte. Corey Perry sieht Panarin. Tor. 10-0. Schade. Dustin ist geblockt auf unserem eigenen Spieler. Dustin fängt ab. Cole. Oh, Darlin. Selten mal, dass er den Pokecheck da wirklich überhaupt nicht hinkriegt. Scheibe ist raus, 43 Sekunden noch. Cole, jawohl. Seider, ja, war nicht schlecht. Seider, Campbell. Das perfekte Thumbnail. Ein spielaufbauender Moritz Seider. Was fast noch besser ist tatsächlich. Jawohl, dann haben wir das auch schon. So. Fünf Sekunden noch. Shoutout für Frederik Andersen. Hattrick von Trevor Seagrass, ein Haufen Punkte von Corey Perry und ein solides Debüt von Moritz Seider. Was will man denn mehr? Ich persönlich nichts. Nice. Gehen sie gleich mal solide rein in Profi 2. Münzen, die wir kriegen. 10-0. Seagrass mit 3 Buden. Perry 3 Punkte. Lemieux 3 Assists. Seider hat 1 Punkt, glaube ich, geholt. Jawohl, 1 Assist. 100% hinten. Perfekt. Jawohl. Damit danke ich fürs Zuschauen, sagt Ciao mit V und wir sehen uns morgen wieder, dann aber wieder zu Hood Rivals. Bis dahin, Tschüssikowski, bleibt gesund. Wir sehen uns.